diese Stadt, hier fängt es an. Das ist genau der Weg, den wir zu Fuß gegangen sind. Jetzt sehen wir schon die Festungsmauern, hier sind diese Basteien und hier war der Wassergraben. Hier war der, wenn wir ganz links reinkommen, hier war eigentlich die Jägerkaserne, hier hatten wir auf die Toten aufbewahrt, die gestorben sind. Da sehen wir das jetzt. Wenn wir da eine Sekunde stehen, hier gibt es einen Erinnerungsmauer. Nein, ja, das sind die Überreste von den Schienen, die wir gebaut haben, ja, die um die saßen. Hier ist die Bahn reingefahren, das sind die Überreste. Hier waren diese Totenkammern. Hier sehen wir wieder diesen großen Rahmen. Das haben wir die Schienen wie gebaut, also viele Jungen noch, die auch dabei waren. Also heute sind nicht, das ging genau hin in die Stadt herein. Diese Pension hat zur damaligen Zeit noch nicht existiert. Da, wo wir jetzt hier sind, das ist die Hamburger Kaserne. Hier seht ihr noch die Überreste der Schienen, ja? Der Zug ist hier reingefahren, die Zugkanne ist hier reingefahren. Eine Sekunde, bleiben wir unten stehen. Wenn Sie hier nach links schauen, sehen Sie dort ein Erinnerungsmal hier. Auf der linken Seite, ja? Hier sieht man wie beim Bau der Schienen. Hier sehen wir noch die Schienen, die hier liegen. Die Schienen gingen in diese Straße da rein. Die Kaserne, die was wir vor uns sind, das war die Hamburger Kaserne. Da haben die meisten haben hier die Frauen. Vor uns, da haben die Frauen gelebt. Das sind die Hamburger. Und das, wo wir rechts sehen, das ist die Hannover Kaserne. Da, das ist die Hannover Kaserne. Die rechts, das ist die Hamburger Kaserne. Was mit der Hannover Kaserne? Also hier sind die Schienen gelegen, ja, und von hier sind wir dann nachher nach Auschwitz deportiert worden. Hier, von da aus sind, wird man uns weggeführt. Das ist das Tor von der Hamburger. Von hier aus hat man uns hier einwagoniert und von hier sind die Züge dann nachher nach Auschwitz gebrungen. Also zu später Zeit, 43. Da an dieser Straße, wenn wir dann vorbeifahren, am Ende dieser Straße, dort war ein Jugendheim, dort haben wir gewohnt. Da hier links. Wo ist Nummer 11? Es ist 13. Jetzt fahren wir auf dem Hauptplatz hier. Die Kirche hat damals auch existiert. Man hat dann hier waren sogar Konzerte hat man hier gemacht, wenn man den Film gemacht hat, den Juden schenkt den Führer, der Führer schenkt den Juden eine Stadt, hat man hier Konzerte gemacht. Aber später war dann ein großes Zelt hier und man hat dort Munitionskisten hier erzeugt. Jetzt fahren wir nach rechts. Oder? Diese Kaserne, das Haus, das wir jetzt vor uns sehen, das war früher mal in unserer Zeit die Genie-Kaserne, da waren die alten Leute drinnen hier. Auf dieser Seite, das war eine große Kaserne, und zu unserer Zeit hat man das die Genie-Kaserne genannt. Da waren meistens ältere Leute, kranke Leute, so eine Art Jahre. Ja. Wenn wir dort rüberschauen, da drin heute an dieses Eckhaus hier, da war eine Küche, da waren Jugend und Jugendliche, Thank you.